kann man Bundesministerin der Verteidigung und Vorsitzende einer Partei sein. Ja, was spricht dagegen, wenn man Vorsitzende einer Partei und Regierungschefin sein kann? Wenn man Ministerpräsidentin war und Innenministerin eines Landes, dann hat man auch sicherheitspolitische Expertise. Auch darüber wundert man sich, was öffentlich diskutiert wird. Das Einzige aber, wo Sie noch nacharbeiten müssen, ist, Sie haben ausgeschlossen, ins Kabinett zu gehen, um es dann doch zu tun. Das werden Sie Martin Schulz erklären müssen, wie sowas geht. Aber wir werden daran keinen Anstoß nehmen, denn die Eignung einer Ministerin für ihr Amt zeigt sich nicht allein daran, was sie vorher getan hat, sondern ausschließlich an ihrer Amtsführung und was sie für die Bundeswehr erreichen kann. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine gute Hand und viel Erfolg, Frau Kramp-Karrenbauer.